Hallo und recht herzlich willkommen zurück hier bei Deus Ex, Mankind Divided und ja, was machen wir denn vor Schreck? Wir haben ja jetzt noch in der Nähe mit Vega treffen. Oh ja, stimmt. Das werden wir jetzt auch direkt machen. Stimmt, denn wir haben ja Millers Apartment durchsucht. Warte mal ganz kurz. Okay, das sah gerade so aus, als ob es überhaupt nicht texturiert war, aber also gut, dann wollen wir mal. Ich habe übrigens mal wieder von der DX12-Version auf die DX11-Version runtergewechselt, weil gehen Sie weiter. Es war viel zu ruckelig. Jetzt habe ich eine kleine Testaufnahme gemacht, so ungefähr 20 Minuten, wo ich einfach nur rumgelaufen bin. Da lief es eigentlich relativ gut. Kann es sein, dass ich eventuell hier hier ist Bradovos und großartig. Was machst denn du? Warum setzt du dich die hin? Stadt geht vor die Hunde. Wir machen uns mal hier auf den Weg. Ja, und es lief eigentlich flüssiger. Mal schauen, ob es das jetzt auch noch weiterhin ist. Alex, bist du da? Hey, danke fürs Beeilen. Ich wollte nicht zu lange allein rumhängen, falls du aufgehalten worden wärst. Manchmal kann ich ein Gentleman sein. Wie nett. Du hast gesagt, du hast was über Versalife. Ja, vor einigen Monaten wurde eine Forschungsassistentin in ihrer Fabrik Rockersacker Beach tot aufgefunden. Abteilung für Spezialprojekte. Sie wurde vergiftet, genau wie Rocker. Sie? Hast du einen Namen? Anneke Norstad. Warum? Kennst du dort jemanden? Spielt keine Rolle, vergiss es. Ich hasse Versalife, Adam. Als ich noch für Bell Tower in Panama geflogen bin ich schon auf diese Scheiße gestoßen. Seitdem habe ich ein Fadenkreuz auf dem Rücken. Wenn die mit drinstecken, wird's übel. Wenn sie mit drinstecken, kriegen wir sie. Wir müssen nur wissen, worum es geht. Alles klar. Und, Brock hat mir das vor seinem Tod gegeben. Soll ein Beweis sein, dass die Ark reingelegt wird. Das ist eine E-Mail drauf. Liest sich wie Aktivierungsanweisung. Das haben wir ja extra für sie zurückgehalten. Von daher geben wir es ihr jetzt. Rucker hat mir das vor seinem Tod gegeben. Das soll ein Beweis sein, dass die Ark reingelegt wird. Da ist eine E-Mail drauf. Liest sich wie Aktivierungsanweisungen. Woher hat er den? Wem gehört er? Ich habe einen Verdacht, kann aber nichts beweisen. Und bis dahin kannst du Janus oder einen deiner Juggernaut-Freunde bitten, die IP-Adresse zurückzuverfolgen? Ja, Mann, kein Problem. Hör mal, wegen Versalife. Die Infos über Norstad waren tief vergraben. Kein Polizeibericht, keine Autopsie. Nur eine Fußnote in einem Versicherungsanspruch. Betriebsunfall. Sie hat mit gefährlichen Pathogenen gearbeitet, oder? Vermutlich. Janus glaubt, es steckt mehr dahinter. Er hat den Bericht gefunden. Sagte, er sei seltsam. Seltsam? Viele leere Stellen und fehlende Details. Mehr hat er nicht gesagt. Und du hast ihn auch nicht gefragt. Ist das jetzt ein Vorwurf? Ich sage nur, dass Janus ziemlich viel denkt und irgendwie findet er immer eine Antwort, wenn sonst keine einer hat. Findest du das nicht merkwürdig? Naja, irgendjemand muss ja denken, aber ja, ist schon klar. Er scheint derjenige zu sein, der von allem Ahnung hat und immer eine Antwort weiß, wenn sonst niemand. Ich sage nur, dass Janus ziemlich viel denkt. Und irgendwie findet er immer eine Antwort, wenn sonst keiner eine hat. Findest du das nicht merkwürdig? Ich finde es beruhigend. Das Kollektiv hat überall Leute, die Geheiminfos sammeln. Janus hält uns zusammen, macht daraus ein vollständiges Bild. Er findet im Rauschen das Signal. Trotzdem hast du ihn nie getroffen. Niemand trifft Janus. Niemand weiß, wo er ist, wer er ist und sogar was er ist. Man gewöhnt sich daran. Für mich ist wichtig, was er findet. Norstad wurde vergiftet, Adam. Genau wie Rucker. Haben wir es mit einer Biowaffe zu tun? Millers Zugangskarte könnte uns helfen. Wie? Ich kann dir nicht folgen. MSN-Gespräche werden in der Cloud des Systems gespeichert. Wenn ich mich mit seiner Zugangskarte als Miller anmelde, kann ich vielleicht mehr von seinem Gespräch mit den Bossen abspielen. Scheiße, Adam. Das ist nicht wie bei einer Wanze.
Du musst den Stuhl benutzen. Wenn dich jemand erwischt... Spielst du mit Kacke? Das Risiko gehe ich ein. Deine Entscheidung. Aber ich will eingestöpselt sein und die gesamte Aktion mithören. Sei einfach vorsichtig, Mann. Melde dich, wenn du Zugriff auf die Maschine hast. Tja. Na dann, wollen wir uns mal in den Lieblingsstuhl unseres Bosses setzen? Schicker Mantel. Dankeschön. Ja, und das sind ja doch schon ganz schön schwere Sachen, die hier zum Teil zum Vorschein kommen, was hier Janus uns so ja vor die Füße wirft zum Untersuchen. Aber ich fand es auch sehr gut, dass Adam jetzt nicht gesagt hat, dass er wirklich jemanden bei Verse Alive kennt, weil wir wissen ja, dass er die gute Megan Reed da noch kennt. Von daher, ja, so ein paar Geheimnisse kann man ja schon noch haben. So, wir müssen jetzt unbedingt hier rein. Da drüben rein. Hat bestimmt keiner gesehen. Alex, ich bin drin. Muss ich etwas wissen, bevor ich den Stuhl aktiviere? Jedes NSN ist anders, Mann. Also bin ich nicht sicher. Ich nehme an, du landest in einer Art virtuellem Konferenzraum. Es sollte sonst niemand da sein. Und falls doch? Bist du Miller. Sag was Lässiges und melde dich an. Okay. Und wo finde ich diese gespeicherten Geflächen? Keine Ahnung. Es ist dein Plan. Aber holographische Aufzeichnungen sind speicherintensiv. Du musst vielleicht an mehreren Orten suchen. Ich muss auf mein Gehör vertrauen. Genau. Der Flüsterchip ist auch noch da. Wir erfahren es also beide. Das ist schon ein bisschen beunruhigend, so ein Ding, ne? Oder geht nur mir das so? Das ist anders. Cool, wir laufen jetzt als Miller rum. Und das sieht uncool aus. So, erst einmal einen schönen Tisch von der Taskforce. Wir schauen uns erstmal ein bisschen um. Ah. Ein Breach-Eingang. So sieht übrigens Deus Ex The Breach aus. Wenn man sich das kleine Projekt von mir nicht durchgeguckt hat. Finden Sie alle Datentürme und greifen Sie darauf zu. Benutzen Sie Remote-Tag auf Serverblocks, um einen Weg zu ebnen und auf Bereiche außer Reichweite zuzugreifen. Achten Sie auf Sicherheitssysteme, werden Sie ausgelöst, ertönt ein Alarm und alle hackbaren Hindernisse werden zurückgesetzt. Tja, das ist genau sowas hier. Und jetzt hat man hier halt eben so ein bisschen Zeit und muss da halt... Oh, das ist ja doof. Ne, also das war jetzt bloß zum... demonstrieren jetzt. Zack. Einmal hier rüber. Ah, verdammt. Das war jetzt nicht zum Demonstrieren. Ja, aber wenn keine Security da ist, wird auch jetzt nichts großartig angegriffen. Okay, wir müssen noch vier weitere machen. Und ich schätze mal, früher oder später werden wir auf Security treffen. Oh, das ist aber nicht. Ich habe mich gerade umgesehen und wollte gucken, wo es lang geht. Oh. Okay, den machen wir mal zum Schluss. So, wir bewegen uns mal nicht allzu hastig. Wir wollen ja jetzt keine Aufmerksamkeit erregen.
Ja. Ah, ich kann mich gar nicht unsichtbar machen. Was ist das denn? Bewegst du dich überhaupt? Du bewegst dich nicht, ne? Fuck. So. Hätte ich auch mal früher drauf kommen können, aber... Naja. Haha. Ja, ich bin da jetzt nicht so unbedingt toll drin. Ja, toll. Was ist das denn? Das ist ja ganz großes Kino. Hätte ich auch selber drauf kommen können. Also der Grafikstil mag mir auch gefallen. Was? Ah, okay. Aber es ist halt klinisch zu rein. So. Was gibt's denn hier? Oh. Dankeschön. Das ist aber wirklich nett. So, ist jetzt die Frage, wo bringst du uns hin? Das ist hier ein bisschen verwirrend. Wo landen wir denn jetzt hier? Okay. So, wir hacken mal dich. So, der Würfel kommt mal hier hin. Ach, verdammt. Dann müssen wir uns wohl eine Brücke bauen. Kommen wir dann auch so dahin? Müsste eigentlich... Hier, ey. So. Bauen wir uns eine Brücke. Oder eher eine Treppe. Na, jetzt. Hallo. Willst du mich verarschen? Geht doch. So, Nummer 2. Können wir unten dasselbe nochmal machen? Wären wir auch so hier? Ne, hier wären wir so nicht hochgekommen. La 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 la. Wir könnten es probieren. Frage ist, ob das funktioniert. Na, jetzt komm damit. Das ist nur ein Serverblock, alles gut. Was denn? Ach, Mann, ey. Du doofes... Das sah ja merkwürdig aus. Okay, wir werden aber anscheinend echt nicht aufgehalten. Warum auch immer. Vielleicht weil wir James Miller sind. So, Datenturm Nummer 3. Hier wäre die Leiter gewesen. So, da drüben ist Nummer 4. Aber wo ist Nummer 5? Das ist gerade so... meine größte Sorge.
Gut. Irgendwie müssen wir ja da reinkommen. Schauen wir mal, vielleicht gibt es ja irgendwo einen Schwachpunkt. Hier auf jeden Fall schon mal nicht. Hier haben wir nur Treppen. Ja, ich würde mal behaupten, das hier ist der richtige. Die haben wir gemacht. Uah, was war das denn? Hallöchen. Ah, verdammt, das war zu früh. Vor allen Dingen diese Security-Dingens. Was hat's denn damit auf sich? Lala. Ja, das war fast schief gegangen. Aber nur fast. Kommen wir ja hier jetzt nur zu dem Datenturm hoch. Ah, verdammt. Na! Ah! Was war das denn? Ich bin ja richtig gut hier heute. Geht doch. Meine Fresse. War auch schon mal besser. Hier ist Nummer 4. Alles klar. So. Aber... Oh, das ist aber nett. Ah, wir sind ein ganzes Stück weiter oben. Geh mal her, das Ding. Na toll. Ich denke mal, wir müssen irgendwie von oben reinkommen. Dementsprechend würde ich mal die Dinger hier nehmen. So, das war schon mal Nummer 1. Und, oh, Nummer 2 war nicht so toll. Alter, was ist denn los heute hier? Ich höre Security, das ist gar nicht gut. Das ist nut. Eieieiei, guten Tag. Verfällt man mal ein bisschen in Panik, schon passiert sowas. So, hier jetzt rum. Gut. Dann klettern wir doch einfach mal. Hier hin. Und? Hallo. So. Machen wir mal ein bisschen Minecraft hier. So. Perfekt. Ach, das war's schon. Gut, jetzt müssen Sie natürlich erst einmal die ganzen Aufzeichnungen durchgehen. Joseph Mendeley. Eieieiei. In Dubai war meine Entscheidung, aber jetzt läuft alles nach Vorschrift. Ziel ist die Ark. Soll ich denen das alles anhängen? Die Anschläge in Prag, den Einbruch bei Versalife, Dubai? Offiziell waren jedes Mal augmentierte Terroristen beteiligt. Ist das klar? Ja, Sir. Aber ich will die Berichte, wenn ich das beweisen soll. Denn die Ark operiert nämlich nicht in Nordamerika. Mendeley, du Arsch. Schon wieder. Anruf Hongkong Alpha 1-0, dringende Nachricht. Wir haben ein Problem. Miller will einen Bericht über den Einbruch. Welchen Einbruch?
der in Ihrer Forschungsanlage in San Francisco stattfinden soll. Was? Was genau haben Sie ihm gesagt? Vergessen Sie's. Ich kläre das. Vielleicht hilft es mir sogar bei einem ähnlichen Vorfall. Was sagt unser Mann in der Ark? Nicht viel. Er muss vorsichtig sein. Rucker könnte ihn verdächtigen. Sagen Sie ihm, dann ist es Zeit für die Orchidee. Sofort! Rucker töten? Ist das eine gute Idee? Es erleichtert zwar mit Sicherheit Phase 2, aber... Zweifeln Sie an mir, Joseph? Ich bin nur besorgt, dass dem Rest des Rats Ihr Vorgehen nicht gefallen könnte. Er ist nicht mehr so geschlossen. Ruckers Tod mag einige von Ihnen beunruhigen. Aber im Moment ist nur noch Brown von Interesse. Sobald Rucker tot ist, wird er sicher aktiv werden. Tut sich's! Okay, Page und Manderley. Okay. Alex, hast du alles gekriegt? Ja, wenn das nicht der Beweis ist, den wir suchen. Ein Riesending. Janus muss davon erfahren. Diesmal will ich mit ihm reden. Veranlasse alles und sag mir wo. Mal sehen, was ich tun kann. Bis später. So, und wir waren bestimmt nicht unbeobachtet. Das kannst du mir nicht erzählen. Halt, ich will die Ablagebox nicht. Wenn wir mal hier sind, wir schauen uns nochmal ganz fix um. Siehste, hätten wir sowas schon zum Beispiel nicht gefunden. So eine schöne kleine Mikropumpe. Kann ich hier hoch? Nee, kann ich nicht. Schade. Adam, was machen Sie denn Scheiße. Hier? Was machst du hier? Mein Job. Ich muss mit Direktor Müller über meine Ermittlungen sprechen und dachte, er wäre vielleicht in einer NSN-Sitzung. Und Sie? Ich könnte Sie dasselbe fragen. Och komm, wir lenken mal ab. Wenn es auch nicht unbedingt logisch ist, eine Psychologin abzulenken, das funktioniert nicht unbedingt. Ich könnte Sie dasselbe fragen, die Lange. Ich mache mir Sorgen um Vince Black, unseren Abteilungsleiter für organisiertes Verbrechen. Ich habe schon Direktor Miller gefragt, ob er von ihm gehört hat. Black ist doch immer noch undercover in der Dvalley-Organisation, oder? Ja, und zwar so tief, dass es manchmal schwer wird, den Rückweg zu finden. Er sollte eigentlich einmal pro Woche vorbeikommen, damit ich ihm helfe, aber er ist nicht mal zum ersten Termin erschienen. Soweit ich weiß, haben die Dvalleys auch Einfluss außerhalb der Tschechischen Republik. Vielleicht ist er nicht in der Stadt. Vielleicht. Vielleicht könnten Sie mir helfen, das rauszufinden? Ja, aber, ich finde es so ein bisschen merkwürdig. Man schleust jemanden komplett in eine Organisation ein, aber einmal pro Woche musst du zurück zu uns kommen, um ein psychologisches Profil abzulegen. Hä? Lügnerin! Natürlich, ich kann ein bisschen für Sie recherchieren. Wann haben Sie das letzte Mal von ihm gehört? Unser erstes und letztes Treffen war in seinem Büro vor ein paar Tagen. Er wirkte zappelig, nervös, weil ich da war. Na, dann sehe ich mir doch sein Büro mal an, solange ich da bin. Warum jetzt aufhören, stimmt's? Hören Sie, Adam, Lyon wartet auf meine ersten Berichte und Direktor Miller wäre bestimmt nicht sonderlich begeistert, wenn er uns in seinem Büro fände. Also, wenn sonst nichts ist, gehe ich dann mal. Ich warte erst hier. Och, komm. Sie sagten, Lyon erwartet Ihre ersten Berichte. Unterstehen Sie denn nicht Direktor Miller? Ich bin eine Zivilangestellte mit dem Spezialgebiet Betreuung von Undercover-Agenten. Sie sind keine Agentin. Warum arbeiten Sie in dem Bereich? Ich habe bei Limp International angefangen und Patienten geholfen, mit dem emotionalen Stress bei Augmentierungen fertig zu werden. Nach dem Zwischenfall musste ich meinen Schwerpunkt ändern. Interpol suchte Leute, also wechselte ich den Staatssektor. Sie unterstehen also direkt Joseph Manderley? Es war Joes Idee, innerhalb unserer Standorte einen psychologischen Dienst aufzubauen. Mhm. Aber hören Sie, Adam, ich habe noch einen Berg von Agentenakten vor mir. Wenn also sonst nichts ist... Ja. Nur noch eine Frage. Joe, Sie und Manderley stehen sich wohl sehr nahe. Wir stehen uns nahe, weil ich ihn duze? Sie sagten, Sie wären nach dem Zwischenfall zu TF-29 gekommen. Aber vielleicht haben Sie und Manderley ja gemeinsam angefangen, als die Taskforce gegründet wurde. Nein, nein, ich kam später dazu als Joe. Hören Sie, Adam, wir sollten von hier vielleicht besser verschwinden. Nein, das finde ich absolut kontraproduktiv. Ja, Sie haben wahrscheinlich recht.
Aber ich würde zu gern wissen, woher Mendeley genau kommt. Er soll einige Kandidaten überholt haben, um den Chefsessel von TF-29 zu kriegen. Dazu braucht man einflussreiche Freunde. Weshalb das Interesse an unserem Boss? Ich weiß gern, mit wem ich es zu tun habe. Wenn Joe Hilfe hatte, dann bestimmt von Leuten mit derselben Vision, was diese Taskforce leisten soll. Wie auch immer, ich halte es für das Beste, wenn wir Direktor Millers Büro verlassen, bevor er zurückkommt. Entschuldigen Sie mich. Nein, ich entschuldige Sie nicht. Hey! Hey! Mädel! Alter. Ja. Ja, machen Sie ruhig mal. Kann ich sehen, ne? Okay, Tür ist von selbst zugegangen, alles klar. Wir beenden mal die Folge mit erschreckenden Dingen, die wir gelernt haben. Vor allem auch von ihr. Ich bin der Meinung, dass sie so ein kleines bisschen Spitzel für Mendeley ist. Naja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Ciao, ciao.